Ja, meine Damen und Herren, Gerhard Schröder ging in die erstbeste Frittenbude und aß eine Currywurst, wenn er denn zeigen wollte, dass unter seinen edlen italienischen Anzügen irgendwie doch noch ein sozialdemokratisches Herz schlägt. Und einige Jahre später hat dann Hannelore Kraft in NRW die Wahl gewonnen mit dem Slogan Currywurst ist SPD. Von Angela Merkel weiß man, dass sie es sehr bodenständig mag. Sie liebt die Kartoffelsuppe. Und Toni Hofreiter sagte neulich in einem Gespräch zu mir, mit einem Wiesenhofhähnchen würde er sich niemals fotografieren lassen. Spätestens der Blick auf die Teller der Spitzenpolitikerinnen und Politiker zeigt, Essen ist politisch, das Nicht-Essen natürlich auch und das darüber reden ebenso. Du bist, was du bist, volksnah, bodenständig oder eben tierfreundlich. Das haben Sie heute schon den ganzen Tag diskutiert. Sie wissen das. Das heißt aber auch, Essen spielt eine gewichtige Rolle, wenn es darum geht, wie wir uns die Gesellschaft in Zukunft vorstellen. Wie soll sie sein und was muss sich dafür eigentlich ändern? Meine Damen und Herren, wir sind bei dem Thema Essen und Trinken sind politisch. Welche Rahmenbedingungen brauchen wir? Und ich freue mich, dass wir heute diskutieren darüber mit Reinhild Benning. Sie ist eine der wichtigsten Lobbyistinnen für die Agrarwende. Sie organisiert die Wir haben es satt Demo, ist Sprecherin des Ernährungsrates Berlin und arbeitet als Agrarexpertin bei Germanwatch. Sie hat sich bundesweit einen Namen gemacht, weil sie zum Beispiel immer wieder vor Antibiotikamissbrauch in Tierställen gewarnt hat. Reinhild Benning, schön, dass Sie da sind. Bitte schön. Und ich freue mich, begrüßen zu können, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da ist, Olaf Feuerborn, sind Sie da? Wunderbar, Sie sind seit diesem Jahr Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt. Ursprünglich kommen Sie aus dem Rheinland. Dann haben Sie es sich aufgemacht in ein kleines Dorf bei Köthen und eine ehemalige Bullenzuchtanlage gekauft. Sie haben auch begonnen, 200 Hektar Ackerland zu bewirtschaften. Die Mitteldeutsche Zeitung schrieb, Sie seien ein Mann der Verständigung. Olaf Feuerborn, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Und wir begrüßen Rudolf Bühler, sozusagen den Mann, der das schwäbisch-hallische Landschwein vor dem Aussterben bewahrt und die Landwirtschaft in einer ganzen Region umgekrempelt hat. Anders gesagt, Sie sind Ökobauer und Chef der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch-Hall. Brand 1 nannte Sie mal einen modernen Traditionalisten. Rudolf Bühler, herzlich willkommen. Und ich darf auf die Bühne bitten, Michael Wimmer, Gründer und Geschäftsführer des Vereins Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg. Sie haben mit dem Aktionsbündnis Agrarwende das erfolgreiche Volksbegehren gegen die Massentierhaltung initiiert und sagen, wir brauchen eine öffentliche Debatte darüber, welche Leistungen die Landwirtschaft für uns alle erbringen soll. Michael Wimmer, schön, dass Sie da sind. Franz Josef Holzenkamp ist leider nicht gekommen, auch niemand anderes aus der Unionsfraktion, trotz mehrfacher Einladung, wenn ich das richtig verstanden habe. Meine Damen und Herren, da stehen uns entscheidende Wochen bevor. Bis zur nächsten Bundestagswahl ist es nicht mal mehr ein Jahr. Wahlprogramme werden jetzt festgeklopft und Politiker laden zu Kamingesprächen. Die Frage ist, was steht da eigentlich auf dem Spiel und was macht gute Ernährungs- oder sagen wir eben Agrarpolitik aus? Darüber reden wir jetzt erstmal hier kurz auf dem Podium, aber dann bitte auch gerne mit Ihnen im Publikum. Gucken wir zunächst noch mal ganz kurz darauf, was sich eigentlich tut, was ändert sich beim Essen. Fangen wir doch mit Ihnen an, Olaf Feuerborn. Christian Raufuß, das ist der Chef der Rügenwalder Mühle und sozusagen einer der großen Wurstfabrikanten in Deutschland, der hat mal gesagt, Wurst ist die Zigarette der Zukunft, heißt, sie ist dann irgendwann wirklich verpönt. Sagen Sie uns mal, wie wird das im Bauernverband diskutiert? Wie werden solche Aussagen diskutiert? Halten Sie davon etwas? Ist es überhaupt ein Thema? Was sind aus Ihrer Sicht die nächsten Ernährungstrends? Also wenn man sich auf solche Sprüche konzentriert, gerade Rügenwalder Mühle, wenn ich dann sehe, ist denn überhaupt noch alles Wurst? Die produzieren ja heute auch schon vegane Aufstriche. Und dann muss man sich fragen, was ist da alles drin? Wie wird das hergestellt? Also das ist immer recht schwierig zu kommunizieren. Ich sag mal, wenn man dann weiterdenkt, spricht man heute schon über die Astronautenkost aus dem 3D-Drucker.
dann wird es noch schwieriger, nehmen darüber zu debattieren. Im Bauernverband, Astronautenkost aus dem 3D-Drucker? Also ich selber nicht, nein. Ich sage es ganz ehrlich, ich sehe das nicht so. Ich hoffe, dass auch die Allgemeinheit der Bevölkerung das noch nicht so sieht und sich lieber herkömmlich, konventionell oder biologisch, ökologisch ernährt. Das, denke ich mal, ist nach wie vor die Zukunft in unserem Land. Reinhard Benning, aber wir haben ja gerade gehört, dass jetzt selbst die Rügenwalder Mühle vegane Kost anbietet und dieser Trend zum Essen ohne Fleisch schlägt sich sozusagen in der wahren Welt nieder. Man kriegt mehr Kochbücher, vegane Kochbücher, es gibt in der Tourismusbranche Veränderungen, da gibt es die ersten Flusskreuzfahrten, die vegan sind. Ist das alles nur ein Hype? Weil es gibt zugleich den Wurstsack, das ist Hendrik Haase, ein kulinarischer Aktivist, so nennt er sich, er bloggt unter dem Namen Wurstsack und der sagt, naja, also diesen Veganern, das ist vielleicht ein Trend von 2 Jahren. Welche Trends sehen Sie als nächstes? Ich sehe einen Megatrend und den sehe nicht nur ich, sondern auch Zukunftsforscher, Ernährungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben diesen Trend ausgemacht. Und zwar hängt es auch damit zusammen, dass die Verunsicherung über konventionelle und fleischbetonte Ernährungsweisen enorm angestiegen ist. Selbst 70% der unbekümmerten Fleischesser, sagt eine Umfrage der Fleischwirtschaft, haben Angst vor antibiotikaresistenten Keimen auf Fleisch. Und vor dem Hintergrund ist sozusagen die Erschütterung quer durch die Gesellschaft gekommen. Eine kritische Haltung ist bis in die Mitte der Gesellschaft gewachsen und das wird sich auch nicht mehr aus den Köpfen tilgen lassen. Also ein Megatrend. Und das Neue daran ist, die Verbraucherinnen und Verbraucher kündigen nicht mehr lange an, ja, ich werde dann mal irgendwann auch mal Bio kaufen, sondern sie verändern ihr Einkaufsverhalten von heute auf morgen, wenn eine neue Information zur Verfügung steht. Und vor dem Hintergrund sind wir als diejenigen, die dafür zuständig sind oder daran beteiligt sind, die Regeln für die Essensherstellung zu machen, gefordert, stabile Rahmen zu schaffen, denen die Menschen vertrauen. Aber was treibt die Leute? Sie haben gerade gesagt, kritische Haltung. Ist das eine kritische politische Haltung oder ist das eher so, ich möchte mir selber was Gutes tun und irgendwie findet der Nachbar das ja auch ganz schick, wenn ich mir so was Teures im Bioladen kaufe. Ist das ein Distinktionsgewinn oder geht es darüber hinaus? Es geht bei weitem darüber hinaus. Wir sehen mit dem riesigen Wachstum der solidarischen Landwirtschaft, dass die Menschen bereit sind, selbst wieder Hand anzulegen bei der Erstellung von Lebensmitteln. Sie nehmen ihre Kinder mit aufs Land. Sie fahren eher hierzulande in Urlaub, als ganz weit zu fliegen. Es ist insgesamt ein langsam wachsender, aber ganz klarer Megatrend, dass sich hier etwas verändert. Wir hatten diesen Trend schon mal, als wir zum Beispiel über die Käfighaltung bei Hühnern diskutiert haben und damals hat die deutsche Ernährungswirtschaft und vor allen Dingen die Fleisch- bzw. die Tierhaltungswirtschaft völlig verpennt, diesen Trend zu bedienen. Und wir sind wieder kurz davor, dass der Export von Schweinefleisch einfach sich daran geklammert wird als Ziel, anstatt auf die Impulse aus dieser Gesellschaft, die bereit sind, mehr zu zahlen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für Fairtrade einzugehen. Bevor wir zu Rudolf Bühler kommen, Sie haben gerade so ein bisschen mit dem Kopf gewunken, Herr Feuerborn. Haben Sie den Trend verpennt? Sagen Sie mal ganz kurz. Also ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, ist vielleicht eine Modeerscheinung. Also ich bin seit 24 Jahren in Sachsen-Anhalt, betreibe dort einen Ackerbaubetrieb mit Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, aber auch mit Gemüse, Frischgemüse. Und ich habe auch über 5 Jahre lang biologisch Gemüse erzeugt. Ich habe es wieder eingestellt. Diese Gemüseproduktion biologischer Art haben wir auf 100 Hektar betrieben. Wir haben den natürlich an den Lebensmitteleinzelhandel verkauft, weil wir nicht so stadtnah sind und wir leben in einer Region, sagen wir mal, die Kleinstadt Köthen ist da in der Nähe, die Kleinstadt Dessau. Die Käuferschicht für dieses Gemüse ist einfach nicht da gewesen, um es direkt ab Hof zu kaufen. Also haben wir es auch an den Lebensmitteleinzelhandel geliefert. Und die Preissituation war so unter Druck, dass ich gesagt habe, wenn ich die Lohnaufwandskosten daneben stelle, verdiene ich kein Geld mehr. Rudolf Bühler, verdienen Sie Geld? Sie haben kein Mikro, das tut mir leid. Wenn es ums Geld geht, dann wird hier alles abgestellt. Ja gut, bei uns Bauern ist es Geld verdienen, nicht die Maxime des täglichen Arbeitens, sondern wir denken ja in Generationen und nachhaltig. Und das Geld muss halt reichen, dass wir unser freies, selbstbestimmtes Leben bestreiten können.
Aber wir haben gerade gehört, es gibt zwar diesen Trend, ja, aber so richtig groß ist das Wachstum noch nicht. Sie haben sich trotzdem dazu entschieden, haben nicht gesagt, wie wir es gerade gehört haben, dass das vielleicht eine Modeerscheinung ist, dass Leute bio und regional konsumieren wollen. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Und sagen Sie mal ganz ehrlich, welche Fehler haben Sie dabei gemacht? Was empfehlen Sie Unternehmern, diese Fehler nicht zu wiederholen? Also jetzt fangen wir nicht mit den Fehlern an, sondern wir haben... Was lernt man am besten? Also ich kann mich jetzt nicht an grobe Fehler erinnern, wenn ich... Sehr gut. Ja, ist so. Also wir Hohenloher Bauern haben eben vor, das ist schon 30 Jahre jetzt her, damals von bäuerlicher Seite aufgelehnt gegen diese damals schon erkennbare Massenproduktion. Wir haben gesagt, wir brauchen was anderes. Wenn wir Bauern eine Zukunft haben wollen, müssen wir ein neues Konzept entwickeln. Und das hat durchgetragen bis heute. Wir sind eine bäuerliche Selbsthilfeorganisation. Unsere Bauern bekommen faire, gute Preise, nicht nur im Fleisch, auch im Milchbereich, also in allen Bereichen, wo wir eben aktiv sind. Wir haben inzwischen 1400 Bauern, die sich in unserer Region, unserer Bewegung angeschlossen haben, und es funktioniert. Sie sind mittlerweile, glaube ich, die Region mit den meisten Biobetrieben in Deutschland, korrekt, oder auch in Europa? Korrekt, korrekt. Auch in Europa? Ja, wenn man sagt, die größte Dichte an Biobetrieben, ja. Aha, ja. Okay. Also die meisten auf dem Flecken, ne? Dann müssen wir jetzt mal Michael Wimmer fragen. Da gibt es also solche Leute wie Rudolf Bühler, die Selbsthilfegruppen quasi gründen, die das selber in die Hand nehmen. Es gibt viele Start-ups im Food-Bereich, haben wir gehört. Es gibt einige Verbraucher, immer mehr Verbraucher, die umstellen. Muss sich die Politik da wirklich noch einmischen? Reicht es nicht, wenn man sagt, Essen ist Privatsache? Es gibt viele Leute, die einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Ja, aber die absolut nicht in Ruhe gelassen werden dürfen, sind eben die Politiker, weil die reagieren eben nur auf Druck. Und wenn hier Modeerscheinung oder Trend ist, eigentlich ist mir relativ egal. Wenn ich auf die nackten Zahlen gucke, habe ich über die letzten 8, 9 Jahre eine positive Marktentwicklung beim Bio-Absatz roundabout immer von 10%. Und ich bin momentan bei 4,6% beim Lebensmitteleinzelhandelsumsatz. Das ist noch ein bisschen arg wenig oder nischig, ne? Und selbst wenn ich diese 10% die nächsten 10 Jahre weiter extrapoliere, dann komme ich irgendwo bei 10% Anteile raus. Und die Frage ist, was passiert mit den anderen 90%? Und das Spannende ist aber, dass diejenigen, die jetzt schon bewusst in den Bioladen gehen oder sich einfach nachhaltig mehr oder weniger vom Konsum verhalten. Es muss jetzt nicht nur unbedingt Bio sein, es kann ja auch der Direktvermarkter konventionell ums Eck sein, egal. Aber die einfach eine Qualitätsorientierung haben und die auch eine Sensibilität dafür haben, was ist eben mit positiven und negativen Zusatzkosten, extern, intern etc. damit auf sich hat. Das ist die Zielgruppe, die sich damit beschäftigt. Und das, was spannend ist, und das war jetzt auch unser Erfolgsrezept eigentlich auch in Brandenburg mit dem Volksbegehren, dass wir jetzt einfach an einer zivilgesellschaftlichen Kippschwelle sind, wo wir eine hinreichend kritische Masse haben von Leuten, die kapieren, was hinter diesem extrem komplexen agrarpolitischen Gebilde, der große Agrartanker, den keiner irgendwie zu bewegen weiß, was da die Zusammenhänge sind. Und wenn es uns gelingt, eben 5 oder 6% dieser Klientel jetzt wirklich zu politisieren, dass die wirklich nicht nur im stillen Wahlkämmerlein, sondern wirklich im Alltag, über soziale Netzwerke etc. bis hin zu wir haben es satt, Demonstrationen auf die Straße zu gehen und da ein deutliches Zeichen abzugeben, dass es eben die Agrarpolitik letztendlich Politik für die Menschen sein muss und nicht nur für irgendwelche vor- oder nachgelagerten Bereiche. Unsere Essensentscheidungen sind von planetarer Bedeutung, so hat das heute Morgen Ursula Hatzen gesagt. Und Sie haben gerade gesagt, Politiker brauchen Druck. Reinhild Benning ist vor kurzem in die Politik gegangen, fragen wir da gleich mal nach. Sie sind seit kurzem bei den Grünen. Nun beteuern alle Politiker, nicht nur die Grünen, dass ihnen Klimaschutz wahnsinnig wichtig sei und die Landwirtschaftsproduktion trägt zu einem großen Anteil zu den Treibhausgasen bei, die Fleischproduktion besonders. Erklären Sie mir mal, warum es sich trotzdem kein Politiker traut, diesen einen Satz zurück zum Sonntagsbraten überhaupt in den Mund zu nehmen.
Es gibt in Deutschland schon massive Interessen, die auf der anderen Seite stehen. Und das ist vor allen Dingen die Fleischindustrie. Sie hat sich offensichtlich das Versprechen abgeholt, eine Unterstützung zu bekommen. Was Politiker dafür zurückbekommen, weiß ich auch nicht so ganz genau. Aber wir können uns ein paar Beispiele vielleicht mal rausgreifen, die das Prinzip der Revolving Doors, also der Drehtür zwischen Politik, politischen Ämtern und Funktionen in der Agrarindustrie erläutern. Das eine ist zum Beispiel Gerd Lindemann. Er war hier in Berlin Staatssekretär unter Frau Aigner. Er ist dann, auch in Niedersachsen war er Minister für Landwirtschaft, zwischendurch im Aufsichtsratsposten der Nordzucker. Herr Riebke ist Staatssekretär, langjähriger Staatssekretär im niedersächsischen Landwirtschaftsministerium gewesen, heute an der Spitze des Geflügelwirtschaftsverbandes Niedersachsen. Ich könnte unendlich so weitermachen. Herr Schröder ist vorhin genannt worden. Wir wissen, dass er jetzt im Gasgeschäft ist. Andere sind im Zementgeschäft und so weiter. Wir haben also eine ganz hohe Durchlässigkeit. Und wenn ich dann überlege, dass das Einzige, was wir lobbykritischen Organisationen dann durchgesetzt bekommen haben, ist, 1,5 Jahre zu warten, bis man von einem politischen Amt in ein wirtschaftliches kommt, das wird vermutlich mehrfach kompensiert durch die relativ hohen Einkommen, die dann in der Industrie winken. Ist ja nicht dagegen, dass man trotzdem mal so einen Satz sagen kann an die Verbraucher gerichtet, oder kommt man aus dem Veggie-Debakel nicht mehr heraus, dass man den Verbrauchern sozusagen gar nichts mehr vorgeben möchte? Es würde an anderer Stelle schon sinnvoll sein, einzugreifen, etwa bei der Reglementierung von Antibiotika in der Tierhaltung. Aber wir haben auch in Deutschland eine große Chemieindustrie, die offensichtlich daran kein Interesse hat. Wir kommen kaum voran in der Frage Antibiotika, auch nicht in der Frage Pestizide. Es werden mehr Pestizide eingesetzt statt weniger. Und scheinbar ist nicht nur die Veggie-Frage eine heikle, sondern alles, was deutsche Industrien beschäftigt, insbesondere aber die Agrarindustrie, scheint mit Tabus belegt zu sein, Fortschritte zu erreichen. Aber es ist Aufgabe der Opposition, daraus etwas zu machen. Michael Wimmer, Sie greifen schon zum Mikrofon. Sagen Sie mir mal, es gab ja diesen Fall Glyphosat. Ist das tatsächlich so, dass man so machtlos ist, oder ist die Debatte um Glyphosat, die hauptsächlich von Umweltverbänden angestoßen worden ist, sozusagen der erste Fall, wo man sagen kann, okay, jetzt ändert sich etwas in der Agrarpolitik, das ist ein neuer Weg hin zu schonenderer, verzeihen Sie mir, aber Landwirtschaft? Also solange ich Agrarpolitik betreibe bzw. beobachte, hat man natürlich immer wieder diese Ansätze, ob es jetzt um Glyphosat geht, ob es um Pestizidbesteuerung, Stickstoffbesteuerung etc. geht. Das Problem ist, ich stoße natürlich tatsächlich auf eine abwehrende Wagenburg, die extrem schnell wirklich funktioniert. Also das haben wir auch bei unserem Volksbegehren gegen Massentierhaltung gespürt, wo im Zweifelsfall der Konsens war, um Gottes Willen, die meinen ja euch alle, also sprich die ganzen Berufskollegen, weil jeder hat irgendwie mehr wie 100 Hennen oder Schweinchen oder Rinder im Stall, und plötzlich ist jeder ein Massentierhalter und ist jeder quasi in persona angegriffen, und schon haken die sich unter und dann gibt es aber richtig Kontra. Dass es natürlich um die Systemfrage geht, ist eben eine ganz andere Frage, und und letztendlich dreht es sich um die Frage, wie schaffen wir es, dass wir diese Diskussion wirklich in die Öffentlichkeit tragen, da wo es hingehört, weil letztendlich sind es ja tatsächlich die Parlamentarier, die auch, ich sage jetzt mal, oder auch die Minister etc., die ihren Schwur aufs geleistet haben und nicht auf die Wahrung von Partikularinteressen, die halt, was weiß ich, bei, ob es jetzt an Wirtschaftskraft oder Arbeitnehmerbeteiligung, sind wir irgendwo bei 1,2-1,7%, das ist eigentlich verschwindend, aber es ist eine unwahrscheinlich wichtige Lobby. Über die Instrumente, wie man das in die gesellschaftliche Debatte einführen kann, reden wir gleich nochmal. Aber Rudolf Bühler, können Sie eigentlich, das hört sich jetzt so an, auf der einen Seite ist die Umweltlobby, auf der anderen Seite sind die Landwirte, die Fronten sind tatsächlich etwas verhärtet. Können Sie die Landwirte verstehen, die jetzt sagen, Mensch, unsere Arbeit wird überhaupt nicht mehr wertgeschätzt. Wir haben es auch satt, weil wir machen die Leute satt. Es gibt ja diese Gegenbewegung. Ja, wir Bauern tun gut daran, uns mit den Umweltschützern und Tierschützern zusammenzuschließen. Das machen wir auch.
die Reinhild zum Beispiel und der Hubert Weiger, wir haben ja diese Demo erst ins Leben gerufen und machen die gemeinsam, wir Bauern mit den Umweltschützern, und das ist für uns ein positives Zeichen, dass man sich mit uns solidarisiert. Und erst seit wir auf die Straße gehen, seit 2010 mit der Großdemo, werden wir wieder gehört. Also Politik funktioniert so, dass man Druck erzeugt, öffentliche Meinung erzeugt in die richtige Richtung, dann wird man auch wahrgenommen. Ich möchte schon noch was sagen zum Glyphosat. Das ist ja ein reines Politikum. Erstens braucht man Glyphosat überhaupt nicht. Also ich habe in meinem ganzen Leben als Bauer oder auch als Entwicklungshelfer noch nie Glyphosat eingesetzt. Das ist völlig überflüssig. Bezeichnenderweise kommt es ja auch von einer Firma, die Agent Orange früher produziert hat, dann DDT, dann die ganze Gentechnikpalette produziert und verteilt ubiquitär Glyphosat. Und im Übrigen kommt es, wir waren letzte Woche bei Bayer, haben dort mal unsere Meinung kundgetan. Das kommt jetzt nach Deutschland rüber auch noch. Also das ist Big Business, das ist Big Business. Und man braucht es überhaupt nicht. Ja, ich bin mir sicher, dass Herr Feuerborn dazu eine andere Position hätte, dass Glyphosat womöglich aus Ihrer Sicht nicht ganz so verzichtbar ist. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Debatte jetzt nochmal aufmachen sollten. Was ich Sie aber gerne fragen würde, ist, was denken Sie... Sie dürfen einen Satz dazu. Aber was denken Sie, wo führt das alles hin? Wo sehen Sie, wenn man sich darüber unterhält, was man verändern will, muss man wissen, wo man hin will. Was denken Sie, wie wird die Entwicklung weitergehen? Wo sehen Sie die Landwirtschaft in 50 Jahren? Ohne Chemie, ohne Glyphosat? Also ich glaube, das darf man nicht ganz so pauschal beurteilen. Ich denke mal, von allem etwas. Ich wünsche mir auch, dass wir mehr biologische Landwirtschaft betreiben, aber es muss auch dem Verbraucher möglich sein, es zu bezahlen. Wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, gibt es ja auch einen Großteil der Bevölkerung, die gar nicht in der Lage ist, teuer Lebensmittel einzukaufen. Und wenn Sie die Beobachtung machen, ich habe in meinem Betrieb zwei Hofläden bewirtschaftet, einen bei mir am Hof und einen in der Stadt neben Edeka und Aldi. Wir haben konventionell wie biologische Produkte verkauft. Aber für den Verbraucher, der zu uns kam, stand fest, er steht im Bioladen. Habe ich auch nach wie vor kein Problem damit, weil die Produkte, die ich auch konventionell erzeugt habe, kann ich auch heute noch mit ruhigem Gewissen verkaufen. Aber wir haben die Hofläden wieder geschlossen, weil es einfach an der Kaufkraft fehlt und an dem Willen der Verbraucher, tatsächlich zu uns in den Laden zu kommen. Sehen Sie sich manchmal nach dem Rheinland zurück? Wäre das da anders? Nein, nein. Also wir haben uns eine Zukunft aufgebaut. Im Rheinland bin ich auf einem Pachtbetrieb groß geworden. Der Betrieb ist in den Anfang der 80er Jahre dem Braunkohletagebau zum Opfer gefallen. Der wird allerdings heute biologisch dynamisch bewirtschaftet, wo ich auch nach wie vor noch Kontakte hin habe und auch dieses auch immer beobachte und gucke, wie das dort gemacht wird. Und wir tauschen uns regelmäßig aus. Also es ist nicht so, dass ich dazu keine Verbindung habe, sondern ich unterstütze das. Aber es gibt eine Verbraucherschicht, die sich das leisten kann, die sich das leistet, die da auch gerne sich den Weg auf sich nimmt, um dorthin zu fahren. Das sind von Köln ungefähr 40, 45 Kilometer. Und wenn Sie diese Privatkundschaft sehen, dann ist das schon erstaunlich. Sagen Sie mal kurz, was aus Ihrer Sicht ein Öko-Stück Fleisch kosten muss? Sie sagen ja immer, der Verbraucher muss auch bezahlen, wenn wir zum Beispiel mehr Tierwohl haben wollen. Was würde mehr Tierwohl für einen Preisaufschlag bedeuten aus Ihrer Sicht? Das kann Herr Bühler, glaube ich, wesentlich besser beantworten wie ich, weil er biologisch produziert und auch biologisch Fleisch produziert. Ich mache es mal ganz einfach zurzeit über die Milchdiskussion. Da wird ja gesagt, der Bio-Milcherzeuger kriegt 46 Cent. Da bin ich der Meinung, das ist viel zu wenig. Der braucht 60 Cent. Ja, ne? Wenn sie 62 Cent, 60 Cent kriegen, ist das in Ordnung. Die brauchen die auch, weil ja jeder Betrieb erstmal da Kosten, aber er muss ja auch ein bisschen in Zukunft investieren können und sich auch entwickeln können. Und wenn er nur an seiner Produktionskostenschwelle steht, dann ist ihm diese Innovation einfach nicht möglich. Er muss immer etwas auch innovativ bewegen können. Reinhold Benning, wie unsozial ist es eigentlich, Bio zu fordern?
Angesichts dessen, dass die Arbeitsloseninitiative Oldenburg mit uns in der Demo geht, seit Anbeginn mit einem großen Block, angesichts dessen, dass es die Umweltverbände und nicht die Bauernverbände waren, die gemeinsam mit den Sozialverbänden und Kirchen einen ausführlichen Katalog aufgestellt haben, wie kann das gehen, liebe Bundesregierung? Hier steht es. Wir haben uns an die Bundesregierung gewandt und ganz klar gesagt, Menschen müssen in die Lage versetzt werden, nachhaltig zu konsumieren. Geld ist dabei ein wichtiges Instrument. Wissen ist ein mindestens so wichtiges Instrument. Zugang zu Bildung, Zugang zu Wissen ist ungeheuer wichtig. Und das sind die Voraussetzungen dafür, dass Menschen in die Lage versetzt werden, nachhaltig zu konsumieren. In Deutschland betrifft das etwa 8 Millionen Menschen, die von Transferleistungen des Staates abhängig sind. Nochmal weitere 4 Millionen bekommen ein Zubrot, weil die Industrie bzw. Arbeitgeber ihnen nicht genug bezahlen, um von 40 Stunden leben zu können. Wir haben ein Auseinanderdriften von Arm und Reich. Wenn das jetzt die Grundlage dafür sein soll, um ökologische Fortschritte zu stoppen, dann würde ich sagen, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wir brauchen bei beidem Fortschritte, gerechtere Verteilung von Einkommen und damit auch Ermöglichung von ökologischen Fortschritten und am besten beides zeitgleich. Okay, dann sind wir jetzt mal bei dem Punkt. Wie kommt man eigentlich weiter? Wie macht man weiter Fortschritte? Und wir sind uns hier einig, ein bisschen weniger Chemie in der Landwirtschaft wäre nicht schlecht, ein bisschen mehr Öko wäre auch nicht schlecht. Über das Maß der Dinge sind wir uns nicht ganz einig, das muss man so sehen. Aber ich würde mich freuen, wenn wir eine ganz kurze Runde machen über die politischen Maßnahmen, die eigentlich denkbar sind. Und dann fangen wir doch einfach mal mit Rudolf Bühler an. Nämlich bis Ende des Jahres soll EU-weit es neue Regeln geben für die Biobranche. Die Biobranche ist relativ aufgeregt, weil da zum Beispiel ein Punkt drin steht, dass Ökobauern dafür haften sollen, wenn auf ihren Feldern Pestizide von den Nachbarn ankommen. Und andere Umweltverunreinigungen, dafür sollen sie auch verantwortlich gemacht werden. Sagen Sie ganz kurz, in 2 Sätzen möglich, was läuft da eigentlich schief, was kann man tun? Schiefgelaufen ist, dass die EU-Kommission falsch lobbyiert wurde, also unter Ciolos, und gewissen Einflüsterern hier auf den Leim gegangen ist. Das ist die politische Ursache des Debakels. Wir müssen also ökologische Landwirtschaft, das die einzig zukunftsfähige Form der Landwirtschaft ist, als Prozess verstehen und nicht nur im Messen von Rückständen, die wir eben oftmals, und das ist das Problem, ubiquitär sich verteilen und sich auch in unseren Erzeugnissen dann niederschlagen. Und da brauchen wir das Verursacherprinzip. Gibt es eine Chance, dass diese EU-Verordnung noch abgewiegelt wird? Na gut, da auch hier gilt es, Widerstand zu leisten natürlich. Und es ist nur ein bisschen ungleich. Die Lobbyisten der Agrarindustrie haben natürlich viel mehr Mittel, finanzielle Mittel wie wir. Wir müssen dann zu anderen Maßnahmen greifen, zu ein bisschen lustigen, intelligenten auch Demo machen. Haben Sie schon eine Idee? Ja, wir tun das immer wieder mal. Aber es ist ein Tauziehen im Grunde, ne? Und wir hoffen, dass wir unsere Vision von einer zukunftsfähigen Landwirtschaft auch durchbringen. Ja. Olaf Feuerborn, es ist ein Tauziehen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Das ist nämlich die 15 Millionen Euro schwere Werbekampagne für Fleisch, die EU-Agrarkommissar Phil Hogan jetzt plant. Er hat gesagt, das wird ohne Zweifel helfen, mit einigen Mythen über die Tierhaltung aufzuräumen, die in jüngster Zeit allgemein akzeptiert worden sind. Wo führt das hin? Sagen Sie mal die 2 wichtigsten Punkte. Ist es wirklich in Ihrem Sinne, dass so eine Kampagne jetzt gemacht wird? Also ich führe es insofern, wir können ja nicht von heute auf morgen alles wegschmeißen und sagen, war alles schlecht und Schitte, was wir die letzten 30, 40 Jahre gemacht haben. Ich gebe Ihnen recht, das war ein Trend, aber dazu sind ja auch die Landwirte gewisserweise hingezwungen worden oder in diese Produktionsweise hinein. Ich will jetzt nicht sagen Bauernverband, sondern ich will mal sagen von der Gesellschaft, Politik oder wie auch immer, man ist diesem Trend nachgegangen. Und jeder junge Landwirt, der seinen Betrieb übernehmen wollte, der hat sich überlegt, mache ich weiter? Wenn ich übernehmen will, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich weitermachen? Also investiere ich in die Zukunft, hat einen neuen Stall gebaut. Werbekampagne für Fleisch, welchen Sinn macht das? Ja, genau. Werbekampagne für Fleisch. Ich sage Ihnen heute ganz ehrlich, mir würde der Sonntagsbraten auch reichen. Ich esse auch nur 2-mal in der Woche Fleisch. Wenn wir dazu unsere Verbraucher wieder zurückbewegen, dann haben wir einen ganzen Teil getan. Also von daher sehe ich das auch so. Ja, also ist das,
Deswegen darf ich aber nicht verpönen, dass wir einen Schritt zurück machen müssen. Wir haben ja bei der Landwirtschaft auch wahrgenommen, dass es ein Bestreben gibt durch die Initiative Tierwohl, dass man bereit ist, Tiere runterzunehmen. Da muss natürlich auch der finanzielle Anreiz da sein, dass man weiß, aha, ich kann mit weniger Tieren im Stall auch verdienen und kann meine Kosten im Betrieb auch noch aufrechterhalten. Aber dann müssen Sie mir gestatten, das müssen wir kurz abräumen. Es gibt gerade die Vorwürfe gegen führende Funktionäre aus der Branche, dass sie gegen das Tierwohl verstoßen haben. Es gibt Filmaufnahmen, wo man Tiere mit eitrigen Augen sieht, abgebissenen, blutigen Schwänzen. Wie diskutieren Sie das im Bauernverband? Welche Konsequenzen ziehen die daraus? Gut, diese Bilder, die sprechen eine Sprache für sich, überhaupt gar keine Frage. Keiner möchte Tiere im Stall haben, die krank sind, aber es ist auch Realität, dass in jedem Stall auch kranke Tiere sein können. Den Fehler, den wir in den Jahren gemacht haben, wir haben immer eine schöne, heile Welt gezeigt, das ist vollkommen richtig. Und Sie werden in jedem Stall, egal wie gut er geführt ist, werden Sie kranke Tiere finden. Die Bilder, die dort gemacht worden sind, und ich sage jetzt auch mal, auch wenn ein totes Schwein in dem Stall liegt, wenn Sie abends um 8 Uhr den letzten Stallgang gemacht haben, dann waren die Tiere noch in Ordnung und dann kippt danach ein Tier um, dann sieht das am nächsten Morgen so aus. Das ist Realität. Davor haben wir also nur all die Jahre. Sind das gar keine Ausnahmen gewesen, sondern Sie würden sagen, das sind. Nein, das kann passieren. Ich will jetzt nicht sagen, es ist immer schwierig zu sagen, wie sind die Bilder entstanden. Grundsätzlich muss ich verurteilen, dass die Bilder illegal gemacht worden sind und nachts gemacht worden sind. Wir haben sofort, bei uns im Land Sachsen-Anhalt sind ja mehrere Betriebe auch betroffen gewesen mit diesen Bildern. Wir haben sofort am nächsten Morgen gesagt, jeder darf jederzeit in den Stall. Von Journalisten, die da reingucken wollen, dürfen sie machen. Und die betroffenen Betriebe haben sofort am nächsten Morgen die Veterinärämter angerufen, haben alle gerufen und gesagt, guckt euch in unserem Stall um. Verstoßen wir gegen Gesetze oder vertun wir das nicht? Haben Sie etwas gehört, dass dort einmal wirklich jemand gegen die Gesetze verstoßen hat? Ich weiß es nicht. Das hat deshalb Brisanz, weil Sie ja immer wieder alle eigentlich aus der Branche auf das Tierwohl hinweisen. Aber kommen wir zu Reinhold Benning. Reinhold Benning, es gibt noch einen weiteren Punkt, nämlich die Agrarreform, die soll mehr Ökologie fördern, die soll auch mehr Ökologie in den Ställen und Tierwohl fördern und so weiter und so fort. Was muss die nächste Agrarreform bringen? Denn es geht ja immerhin um 60 Milliarden Euro an Subventionen für die Landwirte. Sie muss vor allen Dingen bringen, dass der Wille der europäischen Bürger respektiert wird. 56% der Europäer, 64% der Europäer sagen bei Eurobarometer-Umfragen, sie möchten, dass die Agrarpolitik in Brüssel bleibt. Finden sie gut. Nur soll die dafür Klima- und Umweltschutz und Tierschutz bezahlen. Tierschutz gibt es im Moment überhaupt nicht als Programm in den EU-Geldverteilungsmechanismen der Agrarpolitik. Also muss da noch eine ganze Menge passieren. Klimaschutz ist auch nicht betont. Es gibt keine EU-Bodenschutzrichtlinie oder Ähnliches. Das heißt, wir müssen den Willen der Menschen, die das Geld aufbringen, nämlich 50 Milliarden Euro jedes Jahr, die in den EU-Agrartopf fließen, das sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Deren Willen muss ernst genommen werden und dann muss das Geld entsprechend umverteilt werden. Im Moment sieht es aber ganz nach dem Gegenteil aus. Herr Hogan, den du eben schon zitiert hattest, will nicht nur eine riesen Werbekampagne für Fleisch starten, er möchte auch gar keine Halbzeitüberprüfung der bisherigen Agrarreform machen, sondern er versucht, das alles unter den Teppich zu kehren. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe auf der Demonstration im Januar 2017, 21.01.2017, das ist der Werbeblock. Hier merken, das ist der Werbeblock, ist die nächste Demonstration, wir haben es satt. Und ich glaube, dieses Signal darf Brüssel nicht überhören, sonst machen die nämlich einfach weiter und versuchen der Handvoll an exportorientierten Agrarindustrien in Deutschland und Europa noch weiter Kohle zuzuschustern. Das ist dir und mein Geld. Da passiert im Moment wirklich eine Menge. Kommen wir noch zu einem Punkt, der auch gerade im Schwange ist. Das ist das Gentechnikgesetz, Michael Wimmer. Am 2. November soll das Gentechnikgesetz, die Änderung des Gentechnikgesetzes durch das Kabinett hier in Deutschland gehen. Sagen Sie uns ganz kurz, was Sie erwarten und was man tun muss. An der Stelle bin ich jetzt nicht im Verfahren drin. Also da würde ich jetzt nichts dazu sagen wollen. Aber wenn ich das Wort schon habe, Mir ist ganz wichtig, dass wir einfach dieses sowohl als auch sehen. Auf der einen Seite immer das, wo der Endverbraucher gefragt ist und da, wo der Staat gefragt ist. Und ich denke, das Augenfälligste ist, dass ich eben dieses maximale Marktversagen habe. Über 90% der Bevölkerung wünscht sich
eine andere Tierhaltung, einen anderen Umgang mit unseren Mitgeschöpfen. Aber wenn er an der Ladentheke steht, versagt seine Hand. Das heißt also, der Gesamtumsatz, den momentan Neuland, Tierschutzlabel und alle Bioverbände und EU-Standard auf sich vereinigen, sind 2%. Wenn ich das auf die Menge runterrechne, ist es 1%. 90 zu 1%. Das ist maximales Marktversagen. Da kann man jetzt stundenlang darüber philosophieren, wieso und warum das so ist. Aber wenn es so ist, schlägt an der Stelle die Stunde der Politik oder des Staates, weil dafür haben wir ihn, dass der Probleme löst, wo der Einzelne überfordert ist. Meine Damen und Herren, dann brauchen wir jetzt Sie. Was muss der Staat tatsächlich tun? Um welche Instrumente kann es gehen? Wie kommt man da weiter? Zur Durchsetzung kommen wir dann sozusagen in einer zweiten Runde. Wäre es schön? Wie bitte? Dann bitte, sagen Sie es. Aber Sie, wer ist da, wer ist, sagen Sie ganz kurz, wir brauchen ein Mikro. Die Frage ist, wer ist der Treiber? Ich weiß, wenn ich das wüsste. Aber wir brauchen erst ein Mikro und dann würde ich mich freuen, wenn Sie es nochmal laut ins Mikro sprechen. Wer ist der Treiber? Wer hat welche Rolle? Der Staat, ich meine, wir sind mündige Bürger. Warum rufen wir immer nach dem Staat? Ich verstehe es nicht. Es geht vielleicht genauso. Darf ich ein Beispiel geben, wo es vielleicht sinnvoll ist. Nämlich im Moment ist es so, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher einer Zeitumfrage nach sagen, wenn ich vorm Regal stehe und da steht Wiesenhof drauf, dann denke ich halt, das ist Wiese und Hof. Daneben liegt ein Produkt doppelt so teuer, da steht drauf Bio, Wiese und Hof. Das steigen nicht alle durch. 56% wünschen sich, dass der Staat den Konzernen Regeln vorgibt, dass er nicht in die Irre führen darf. Im Moment dürfen Unternehmen in die Irre führen. Die nächste Anmerkung. Ja, Rudolf Bühler möchte ganz kurz. Also ich wollte auch kurz zur Rolle des Staates und zum, sage ich mal, zum Bürger. Also der Staat muss ordnungspolitisch handeln, muss Rahmenbedingungen setzen, dass sich das, was volkswirtschaftlich sinnvoll ist, auch durchsetzt am Long Run, sagen wir. Zukunftsfähige Landwirtschaft muss sich in neuen Parametern rechnen, sie muss ressourceneffizient sein. Und wir wissen, und Produkte müssen mit ihren, das ist ja heute auch sehr schön gesagt worden, mit ihren externen Kosten und Nutzen belegt werden. Und das ist Ordnungspolitik und das muss der Staat machen und dann kommen wir in die richtige Richtung. Was Sie richtigerweise sagen, es ist unser Bürgerengagement. Also ich bin in meiner Region, Sie haben es eingangs gesagt, wir Bauern sind aufgestanden, haben unser Schicksal in die Hand genommen. Wir machen eine neue regionale Landwirtschaft und ich muss dem auch widersprechen, dem Kollegen. Unsere Produkte werden sehr wohl honoriert und bezahlt. Wir brauchen ja nicht den massenhaften Fleischkonsum, das war ja eine Irrfahrt, nicht? Das war ja lobbyiert und ein Irrweg. Aber Bauern müssen sich organisieren, das haben auch schon unsere Vorfahren gemacht. Ich erzähle immer wieder, wie mein Urgroßvater die Bank gegründet hat im Dorf und ein paar Jahre später die Molkereigenossenschaft und so ist es auch heute. Die Bauern müssen sich neu organisieren, müssen sich in den Markt hineinbewegen und eine ganz wichtige Sache ist dann eben der Schulterschluss mit den Verbrauchern. Wir dürfen nicht Verbrauchern, wir Bauern als Gegner sehen, wir müssen sie als Verbündete sehen und Veranstaltungen wie heute oder auch Organisationen wie Slow Food oder auch BUND und Foodwatch, das sind ja unsere Verbündete. Und das ermöglicht uns dann, vernünftig zu produzieren. Das ist dazu sagen. Wir machen das hier der Reihe nach. Genau, bitteschön. Ina Kreische von der Berliner Berliner Initiative Volksentscheid retten. Ich möchte meine Vorrednerin also nur noch bekräftigen. In der Berliner Verfassung steht auch beispielsweise drin, wir sind das Volk, also wir sind der Volkssouverän. Und wir plädieren also auch ganz eindeutig, also dass die Bevölkerung Berlins die politische Handlungsfähigkeit zurückbekommt und damit also auch Parlamentarier der Gefahr, also des Lobbyismus in Zukunft nicht weiter ausgesetzt sind. Welche Rolle, wir sind immer noch bei dem Punkt, welche Rolle muss der Staat haben, welche Rolle darf er nicht haben? Michael Wimmer, vielleicht sagen Sie was dazu. Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass gerade jetzt die konventionellen Landwirte, die sind total verunsichert.
Und in der Situation braucht es einfach einen, der letztendlich den Taktstock in die Hand nimmt und letztendlich allen Playern in dieser sozial-ökologischen Marktwirtschaft, also ob das der Handel ist, ob das Fleischverarbeitung ist, ob das die Bauernverbände, ob das die Ausbildung, die Forschung, wer auch immer ist, denen eine klare Ansage macht, wo die Richtung hingeht. Also wenn wir einen Umbau in der Tierhaltung haben wollen, dann muss eben ein Bundeslandwirtschaftsminister sagen, jawohl, wir machen eine Kennzeichnungspflicht, damit sich der Bürger orientieren kann, damit ich die 30-40%, die laut allen Marketingumfragen bereit sind, dafür mehr Geld auf den Tisch legen, damit man das abholen kann. Weil aber der Spaß nicht nur die 1 Milliarde kostet, sondern an die 5 Milliarden, brauche ich auch andere Instrumente. Und dann muss ich halt im Gesetzgebungsverfahren, also Ordnungsrecht, bestimmte Dinge einfach verbieten oder umsetzen, Stichwort Kopierverbot etc. Ich muss Geld in Forschung ausgeben, ich muss den Betrieben, die heute in andere Stallsysteme investieren wollen, die brauchen eine Hilfe, um da reinzukommen. Und das ist etwas, wo wirklich die Politik wirklich einfach gefordert ist. Und das ist einfach eine Adresse, die sehr stark an die Bundespolitik geht. Wir haben hier 2 weitere Wortmeldungen. Erst Sie und dann kommen Sie dran. Ja, Timo Kapphengst vom Ernährungsrat Berlin nochmal. Also wir wollten ja nochmal über die Agrarpolitik und die Forderungen an die Agrarpolitik sprechen. Und ich glaube, wir müssen uns nochmal vor Augen führen, was Rainer Benedikt gesagt hat. Es geht um, ich habe jetzt gehört, 60 Milliarden, ich bin gar nicht mehr so auf dem Stand, an Steuergeldern, die immer noch gießkannenartig im Prinzip auf die Landwirtschaft ausgekippt werden. Und wir haben heute gehört, was es für neue Anforderungen einfach gibt. Und das sind einfach strukturelle Probleme, die man auch wieder gebetsmühlenartig, muss man ja mittlerweile sagen, bei dieser Agrarreform wiederholen muss. Direktzahlung dominiert nach wie vor an bestimmte ökologische und soziale Leistungen gekoppelte Zahlungen sind unter ferner Liefen im Vergleich. Und das kann einfach nicht sein. Also der Zeitgeist muss einfach ganz klar die Anforderungen, die sich durch die Bevölkerung stellen, die Anforderungen an die Landwirtschaft, sich auch in den Zahlungen äußern. Und damit hängt auch zusammen, wir haben ja das diskutiert, hier in der Arbeitsgruppe zum Zugang zu Land. Ein wichtiger Faktor, warum das Land so verteilt ist, wie es ist und die Landkonzentration weiter zunimmt, ist, dass Direktzahlungen ohne Kappung, also ohne Deckelung ausgegeben werden und die ganz großen Betriebe mit großen Flächen sehr viele Subventionen bekommen und damit mit mehr Kapital weiter ihre Praxis ausbauen können und anderen das Land wegnehmen. Also das sind strukturelle Dinge, die gehören wieder in die Debatte und müssen immer wieder mit ganz guten Argumenten und mit dem Zeitgeist, glaube ich, unterfüttert. Herr Feuerborn, was denken Sie, wir müssen die Subventionen in Zukunft neu verteilt werden. Das kann Ihnen ja auch nicht passen, dass nur einige davon so stark profitieren. Also grundsätzlich, diese Subventionen, wie sie heute geschimpft werden, waren mal ein Preisausgleich, der gezahlt wurde dafür, dass es in Deutschland, sage ich mal, unserer Bevölkerung relativ gut gehen soll. Sie sollten an günstigen Nahrungsmitteln profitieren und dafür wurde ein Preisausgleich gezahlt. Heute nennt man das Subvention. Und diese Direktzahlungen, da hat man sich dann drauf verständigt, hat gesagt, okay, bei uns ist ein Hektar gleich wie der andere, der ist gleich groß. Und man muss, wenn man jetzt sagt, die Großbetriebe profitieren da in gewisser Weise mehr davon, dann fange ich immer an, wo ist groß, wo ist klein. Das ist genauso gut, wenn wir anfangen, was ist Massentierhaltung, was ist nicht. Dann müssen wir erstmal definieren, was heißt denn Massentierhaltung. Heißt das, dass Sie keinen Veränderungsbedarf sehen? Sie sehen keinen Veränderungsbedarf? Also ich sehe schon einen Veränderungsbedarf in bestimmten Dingen, die wir auch heute, sagen wir mal, den Landwirten als Zubrot zustehen. Ich sage immer, für Umweltleistungen, die wir tun. Dann sage ich heute, ich mache sie zum Beispiel nicht, weil die Reglementarien, die dazu kommen, für mich viel zu hoch sind. Ich sage mal, wenn ich heute, wir müssen 5% unserer Fläche stilllegen. Da sind wir zu gezwungen worden. Ich würde die sehr gerne begrünen. Ich würde die auch sehr gerne... Oh, die Frau Benning ist gar nicht glücklich mit Ihren Aussagen. Sagen Sie mal kurz. Sie müssen die Flächen nicht stilllegen. Sie können Blumen darauf anbauen und die in die Biogasanlage tun. Lassen Sie mich ausreden. Passen Sie mich ausreden. Würde ich sehr gerne tun. Würde ich auch machen. Aber die Reglementierung ist ja dann so, dass ich so hohe Kontrollen habe, ob das Saatgut auch aufgelaufen ist und so weiter und so fort. Da sage ich, mach das doch nicht, damit noch jemand noch mehr bei mir kontrollieren kommt. Dann lasse ich die Fläche doch lieber so liegen. Ich tue es nicht gerne, sage ich ganz ehrlich.
Aber es kommt zur nächsten Frage. Da kommst du ganz einfach dazu. Die nächste Frage ist dort. Wo ist das Mikro? Schon bei Ihnen, super. Ich wollte nochmal zurückkommen auf den Punkt, wer muss aktiv werden, um was zu verändern? Vielleicht anhand eines Beispiels zum Thema Milch. Da ist ja vor einigen Jahren eine Milch in die Regale gekommen, die sich jetzt länger haltbar nennt. Und die andere Milch, die eigentliche Vollmilch, heißt traditionell hergestellt, wie vor Urzeiten hat man das Gefühl. Dabei ist das noch gar nicht so lange her. Das war ja eine Entscheidung des Einzelhandels, die gerne die Milch 10 Tage im Regal haben wollen, ohne sie rauswerfen zu müssen. Das ist im Stillen passiert. Erstmal muss ich ja als Verbraucher überhaupt verstehen, was da passiert ist, die Hintergründe erfahren oder wer soll in diesem Falle quasi dieses Thema publik machen und sich darum kümmern. Reinhold Benning ist kampagnenerprobt. Sagen Sie mal, wie funktioniert so etwas? Wie kommt das in die Öffentlichkeit? Es ist gar nicht so einfach. Die Fachzeitschrift des Lebensmittelhandels und der Lebensmittelindustrie, die Pravda sozusagen, heißt Lebensmittelzeitung. Und die hat immer einige Seiten, die sich nur mit dem Recht beschäftigen. Und da sind Heere von Rechtsanwälten, die Lücken in den Gesetzen suchen, um noch den letzten Cent rauszuholen aus dem Verbraucher, ohne dass er es merkt, mit Produkten, die nicht unbedingt in der Werthaltigkeit steigen. Also ich kann hier nicht dafür werben, Vertrauen in die Ernährungsindustrie zu setzen, sondern das ist es auch, was mich dann letztendlich bewegt, zu sagen, Sie haben auf der einen Seite selbstverständlich recht, wir müssen einen anderen Markt schaffen. Herr Bühler hat damit angefangen, viele unter Ihnen haben damit angefangen. Wir schaffen einen anderen Markt, viele Verbraucherinnen und Verbraucher gehen mit. Und das Zweite ist, wir müssen schon Regeln ausmachen und dafür ist Politik zuständig, die es verbieten, uns plötzlich ein Produkt vorzusetzen, das wir nicht gewollt haben und wo dann die Alternative fehlt. Und ich glaube, dass das Kennzeichnungsrecht ein absoluter Schlüssel für die nächste Agrarreform ist. Der Vorschlag, den wir als German Watch erarbeitet haben, ist zum einen eine Obergrenze bei Agrarsubventionen einzuziehen, wie hier vorgeschlagen, denn nur 0,2% der Empfänger in Europa erhalten 16% der ganzen Subventionen. Nehmen wir mal jeden 8. Euro an Agrarsubventionen und verteilen den um. Und zwar, indem wir alle Betriebe einordnen, wie die Eierkennzeichnung. 0, 1, 2, 3 kennt jeder. Ne? 0 ist Bio, 3 ist das Käfigei. 3 wäre dann der konventionelle Betrieb, der sich an die Gesetze hält, aber nicht darüber hinaus leistet. 2 ein bisschen besser, weniger Pestizide, bessere Tierhaltung. 1 ziemlich klasse, nah an Bio, so wie Herr Bühlers Schweine vielleicht. Und 0 wäre Bio, also ihre konventionelle Schiene. Und vor dem Hintergrund hätten wir dann eine Einordnung der Betriebe, die erkennbar wäre für den Verbraucher am Supermarktregal. Und genau danach sollte er auch die Subventionen erhalten, als Umbauprämie zur jeweils höheren Stufe. Und damit gehen wir in Brüssel jetzt hausieren. Ich hoffe bald mit Ihrer Unterstützung. Greenpeace wird hoffentlich auch dabei sein, aber German Watch braucht Ihre Unterstützung dafür. Und, hört sich für mich zum ersten Mal nach einem Vorschlag an, dass ich verstehen würde, wer überhaupt welche Agrarsubventionen wofür bekommt. 0, 1, 2, 3, das kann ich nachvollziehen. Rudolf Bühler, Sie wären dann eine 0. Wäre das okay für Sie? Ist das ein System, was Sie unterstützen können? Ja gut, das wäre also eine stolze Null und die Eins natürlich, die Reinhold Benning hat recht, alle unsere Betriebe sind nicht Bio, wir haben 470 Biobetriebe, die anderen machen nach Private Label, also artgerechte Tierhaltung und so weiter. Nun, was ich sagen wollte, ich wollte einhaken, es in der Tat sind Bauern verunsichert, wie der Kollege gesagt hat, aber woher kommt es? Weil nach wie vor der Bauernverband predigt, TTIP, Export, Agrarproduktion auf Teufel komm raus. Und er tut aber nicht im gleichen Atemzug den Bauern erklären, dass sie dann auch zu Weltmarktpreisen produzieren müssen. Und das ist unser Dilemma. Wir können in Deutschland, vor allem in Süddeutschland, nicht zu Weltmarktpreisen erzeugen. Deshalb gehen so viele Betriebe ein. Das ist der falsche Weg, das ist eindeutig. Und was jetzt hier genau im Sinne von Agrarwende heute hier diskutiert wird, ist der einzig mögliche Weg, dass Bauern überleben. Das muss ich mal deutlich sagen. Da fragen wir gleich mal bei Ihnen nach, Olaf Feuerborn. Ist das so, dass Sie sagen, können Sie das nachvollziehen, dass er meint, die Weltmarktpreise sind ja eigentlich ruinös, wir brauchen dazu ein anderes System.
Ist das etwas, wo Sie mitgehen können? Woher kommt das dann, dass man den Bauernverband eher als jemanden wahrnimmt, der für den Weltmarkt plädiert und für eine Exportstrategie antritt? Also ich sage es mal so, grundsätzlich gebe ich Herrn Bühler, gebe ich ihm recht. Aber wir haben, sagen wir mal, einen Weltmarkt, den wir bedienen. Wir sind ja auch eine Gunstregion, wo wir nach wie vor produzieren. Damit wollen wir nicht unbedingt uns in nicht unbedingt vergleichen. Wir produzieren ja keine Soja aus wie in Brasilien oder Argentinien. Wir kaufen sie, da gebe ich Ihnen recht. Aber wir wären aber auch nicht in der Lage, sage ich mal, das Eiweiß alle hier so zu produzieren, auf so wie wir das hier bräuchten, würden wir im Moment mit den Tierzahlen, die wir im Moment und der Produktion, die wir im Moment haben, würden wir das einfach nicht produzieren können. Dann müsste die. Das sehen Herr Feuerbach, wir schon sagen Sie mal ganz kurz: Ist der Weltmarkt nicht eigentlich ruinös? Warum setzen der Sie Weltmarkt, immer noch darauf? Der Weltmarkt ist ruinös, aber wir sehen auch, dass wir in einer globalen Welt leben. Sagen wir mal, wir können ja auch mal kurz sehen, Herr Bülow ist in der Südwestregion Deutschlands unterwegs, er hat dieses Jahr auch mitgekriegt, wie schwierig die Witterungssituation war für Weinbauern oder ich sage mal für Kartoffelbauern. Und sagen wir mal, vor 200 Jahren sind die Leute wegen Hungersnöten ausgewandert, weil sie ganz einfach hier nicht genug zu essen hatten. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Mikro, ich gebe Ihnen mal. Ja. Also es ist so, der Weltmarktpreis für Milch liegt derzeit zwischen 16 und 19 Cent. In Deutschland ist er bei 22, 23 Cent und da kann noch lang kein Bauer davon leben. Sie haben vorhin was gesagt vom Biopreis. Unsere Milchbauern in unserer Zeugmannschaft bekommen 62 Cent garantierten Preis. Es wird zwar an der grünen Pravda nicht berichtet, aber es ist Tatsache. Und das aus bäuerlicher Selbsthilfe für eine regionale Landwirtschaft und für Bürger, die bewusst, und da kommen wir ja auch zum Thema, Essen, Trinken ist politisch und was Frau bestimmt, Ursula Hudson heute Morgen gesagt hat, wenn ich wertiges Essen einkaufe und verzehre und Esskultur pflege, dann unterstütze ich genau diese Art von Landwirtschaft. Und wenn ich dann diese Dumpingprodukte zu mir nehme und Junkfood, dann unterstütze ich diese ruinöse Art von Landwirtschaft. Da ist der Schlüssel und deshalb brauchen wir den Schulterschluss mit den Verbraucherinnen. Dann gehen wir nochmal ins Publikum. Sie hatten sich gemeldet, dann kommen Sie und dann gab es noch jemanden drin. Mein Name ist Sylvia Schreiber und ich wollte einfach mal die Lanze brechen für den mündigen Verbraucher, den es nämlich durchaus gibt. Und es braucht mutige Unternehmer, die diese Nachfrage bedienen und vielleicht nicht auf den kurzfristigen Gewinn achten. Und ich habe die Erfahrung gemacht im Bereich Gemeinschaftsverpflegung, dass die Nachfrage nach vegetarischen Gerichten zum Beispiel deutlich über 40% liegt. Und nur ein positives Beispiel zu geben. Vielen Dank. Da kommt man sozusagen aus der Marktlogik heraus, dass man immer der Günstigste sein muss. Wir kommen zur nächsten Frage. Ja, danke Herr Bühler, dass Sie, Ralf Hutter, Firma Stratum, danke Herr Bühler, dass Sie jetzt ein bisschen Richtung Bauernverband mal ausgeteilt haben. Wir haben heute viele kritische Dinge über industrielle Landwirtschaft gehört, vor allem von der Frau Hudson. Und soweit ich weiß, steht nach wie vor der Bauernverband im Wesentlichen für all diese Dinge. Und das wird aber gerade auf diesem Podium irgendwie nur sehr zart angesprochen. Und deswegen hätte ich da ein bisschen mehr Aufklärung gerne oder ein bisschen mehr Einsteigen in diese Thematik. Also ich bin ja froh, dass der CDU-CSU-Bundestagsabgeordnete nicht gekommen ist, sonst hätten wir noch viel schlimmeres Blabla hier gehört. Also vielen Dank, Herr Bühler, dass Sie stattdessen da sind. Wir haben hier noch dazu einen ostdeutschen Funktionär des Bauernverbands. Das hat nochmal eine besondere Aussagekraft, weil in Ostdeutschland gibt es zusätzlich noch den weitaus weniger bekannten Bauernbund. Das sind diejenigen, die sich abgespalten haben und die Familienbetriebe sind das. Das sind nicht die Ökos, die haben nochmal die eigenen Verbände, das sind die Familienbetriebe, die gesagt haben, im Bauernverband fühlen wir uns nicht repräsentiert, wir machen unseren eigenen Verband auf. Sprich, da sind die Agrarkapitalisten drin im Bauernverband. Und die für diese Dinge stehen, die kritischen, die wir heute schon gehört haben. Wir können jetzt mal alles mal der Reihe genüsslich aufzählen und wir können dann mal sehen, wofür der Verband steht und wofür nicht.
Also meines Wissens nach ist die Form, die da, Landwirtschaftsform, die da immer noch praktiziert wird, das sind die Leute, die die Tiere quälen, die das Grundwasser und die Umwelt mit Chemikalien, Gülle, Nitrat und so weiter vergiften, die den Regenwald mit abholzen wegen dem Tierfutter, die den Klimawandel vorantreiben, wegen Öl und so weiter. Entschuldigung, genau, das würde ich auch gerne sagen. Dass wir nicht nur im eigenen Saft schmoren. Ja, wir sind sehr froh, dass Herr Feuerborn gekommen ist und sich dieser Diskussion gestellt hat. Ich hätte gerne die CDU, CSU gehört, damit man in den Dialog kommt und damit man sich austauschen kann. Ich glaube, das ist gut. Deshalb sind wir heute auch hier. Und Herr Feuerborn, ich bin mir sicher, dass Sie das gut aushalten können. Sie sind es ja auch gewohnt. Aber sagen Sie doch mal, ist das so schwarz-weiß bei Ihnen im Bauernverband oder gibt es da unterschiedliche Diskussionen und womöglich wird ja auch gestritten? Selbstverständlich wird bei uns gestritten und ich muss Ihnen widersprechen. Wir haben im Bauernverband auch Biobetriebe und wir arbeiten, wenn Sie das so ein bisschen die Medien verfolgen, arbeiten wir auch bei uns im Verband sehr eng mit den Bioverbänden zusammen. Und wir haben gemeinsame Schnittpunkte, die wir auch gemeinsam vertreten. Aber Sie müssen zugeben, dass die Milchbauern zum Beispiel sich selbstständig gemacht haben sozusagen und ihren eigenen Verband vor einiger Zeit gegründet haben. Richtig, ganz genau. Aber ich denke mal, das ist nicht der Punkt. Grundsätzlich gebe ich Herrn Bülow recht, dass er sagt, wenn wir am Weltmarkt mit den Preisen, die zurzeit am Weltmarkt gehandelt werden, können wir zukünftig in Deutschland die Milchproduktion nicht aufrechterhalten. Auch im konventionellen Bereich bin ich langfristig gesehen, sage ich ganz einfach, das wird nicht funktionieren, weil wir einen ganz anderen Kostenblock haben wie andere, die in der Welt wesentlich günstiger produzieren und zu anderen Bedingungen produzieren. Und mit den Auflagen, die wir heute schon haben, und den Gesetzmäßigkeiten schaffen wir es nicht, sagen wir mal, auf Dauer mit einem Preis, 19 Cent ist überhaupt gar nicht realistisch. Sagen wir mal, im konventionellen Bereich spricht man, dass man mindestens 32 Cent bei den Top-Betrieben braucht, um die Kosten zu decken. Und wenn wir noch über Geld verdienen reden oder auch die mittleren noch mitnehmen wollen, brauchen sie 40 Cent pro Liter. Wir reden über den Streit bei Ihnen im Bauernverband. Wenn es den gibt, sagen Sie es uns. Also einen Streit im Bauernverband gibt es jetzt in dem Moment, im Moment nur darüber, wie diskutiert man, wie wird zukünftig ein Milchmarkt aussehen. Und dann sage ich Ihnen, der Milchmarkt sieht ganz einfach aus unserer Sicht so aus, der Verbraucher kauft seine Milch bei Aldi, Edeka oder wo auch immer ein, dann weiß der Aldi, Edeka, wie viel Milch er braucht und die kauft er sich in der Molkerei ein. Zu den entsprechenden Preisen. Wir wissen, bei Edeka können Sie heute Milch für einen Liter für 1,20 Euro kaufen und Sie können ihn für 46 Cent kaufen. Und in dem Moment muss der Lebensmitteleinzelhandel sein Produkt eben bei der Molkerei einkaufen, wo er weiß, die Menge Milch setze ich im Monat um. Und der Landwirt wiederum wird auch Vertragspartner der Molkerei. So sehen wir das. Bis jetzt haben wir ja nur das System, Milch wird gemolken und abgeliefert und der Bauer ist der Restgeldempfänger von dem, was übrig bleibt. Auch das ist, bin ich mir sicher, dass es hier unterschiedliche Positionen auf dem Podium gibt, aber ich würde gerne zu Katharina Reuter gehen. Sie hat sich gemeldet. Ja, danke. Herr Feuerborn, ich finde das super, dass Sie da sind und zum Beispiel mit solchen Aussagen wie zweimal die Woche Fleisch zu essen ist auch okay, könnte man ja zum Beispiel, wenn mal wieder die Veggie-Day-Debatte kommt, einfach auch super argumentieren. Aber die Frage zum Weltmarkt und eben die Sicht, die Sie ja hier durchaus eben mit uns teilen, dass wir dort ruinöse Bedingungen vorfinden, bringt mich eben schon zu der Frage, warum der Bauernverband trotzdem antwortet, immer mehr Weltmarktorientierung ist immer gut, immer mehr Export ist immer gut. Sie wissen, dass ich für diese Studie zu den Auswirkungen von TTIP auf die Landwirtschaft eben ja auch unter anderem mit dem Herrn Pascher aus Ihrem Verband, das im Bundes, von der Bundesebene gesprochen habe. Und das ist einfach eine total unkritische Sicht, die aber natürlich die Bäuerinnen und Bauern an der Basis überhaupt nicht teilen. Gehen Sie mal rum und reden Sie mit den Bäuerinnen und Bauern, die auch im Bauernverband organisiert sind und fragen Sie die zu CETA und TTIP. Und die eine Frage, warum wird da nicht auch mehr über die Risiken von Seiten des Bauernverbands informiert und gesprochen in den Zeitschriften und so weiter? Natürlich eben auch, dass ich Ihnen zurufen möchte, sehen Sie das als Chance, eben auch vielleicht Ihren Verband wieder so zu positionieren, dass er wirklich für die Interessen der Bäuerinnen und Bauern an der Basis eintritt. Herr Feuerborn, wir hatten eine Energiewende, die große Konzerne übersehen haben. Wir haben einen VW-Abgasskandal,
der lange Zeit von der Automobilindustrie nicht wahrgenommen worden ist. Ist das, was der Bauernverband im Moment macht, zeitgemäß und den Leuten an der Basis angemessen? Das ist eine gute Frage. Ich sag mal, wenn es um TTIP oder CETA geht, gebe ich zu, dass die Informationen, die wir bisher, ich denke mal alle, nicht genügend haben, was dort tatsächlich verhandelt wird, dass diese Fragen noch nicht geklärt sind. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das auf der Ebene der Landwirte überhaupt ausschlaggebend sein wird, was da passiert. Weil ich denke mal, das wird auf ganz anderen Ebenen der Industrie oder der Wirtschaft entschieden, wie CETA und TTIP sage ich mal, zukünftig auch den Einfluss hier haben. Ich kann nur hoffen, dass wir es in den Verhandlungen schaffen. CETA wird vielleicht durchkommen, TTIP weiß ich nicht. Ich sehe das auch sehr kritisch, sage ich ganz ehrlich. Ich hoffe nur, dass die Standards, die wir hier haben, die wir auch uns erarbeitet haben in Europa und die wir vielleicht auch hier in Deutschland noch anders haben, dass wir uns diese festschreiben können und damit, sage ich mal, uns ein wenig davon abgrenzen können. Alle Studien, die man liest, seien sie von amerikanischer Seite oder von europäischer Seite, vom Europäischen Parlament, von einzelnen Ländern wie Ungarn und so weiter, weisen nach, dass die europäische Landwirtschaft der Verlierer ist. Also gerade die Landwirtschaft ist der Verlierer von CETA und TTIP und deswegen müssten Sie Vorreiter und Vorkämpfer sein, dass das nicht kommt. Kleines Beispiel, die Schweinepreise. In den USA kann Schweinefleisch für 1 Euro das Kilo erzeugt werden. Mithilfe von Hormonen, mithilfe von freiverkäuflichen Antibiotika, mithilfe von keinen Tierschutzregeln im Stall. In Deutschland braucht ein durchschnittlicher Erzeuger 1,60 bis 1,80. Wenn Sie führen immer gerne die Spitzenbetriebe an, selbst die brauchen 1,30. Das heißt, wir haben demnächst, wenn TTIP käme, 2 Kilo Fleisch. Es darf nicht gekennzeichnet werden, das wäre ja handelsverzerrend. Also liegt da 1 Kilo Fleisch mit Hormonen, 1 ohne. Wir können es nicht unterscheiden. Und das soll dann gut für die deutschen Bauern sein. Deshalb, Herr Feuerborn, entweder sind Sie im falschen Verband oder... Haben Sie schon mal über Austritt nachgedacht? Oder Sie müssen Ihrem Verband tüchtig auf die Füße treten, dass er klar Farbe bekennt zur Basis. Also ich bin nicht im falschen Verband. Ich denke mal schon, man muss im Verband darüber diskutieren dürfen. Und da wird auch heftig diskutiert, darauf können Sie glauben. Es ist nur schwierig, man muss dazu auch Mehrheiten finden. Ne? Und die Mehrheiten, das dauert ein bisschen, bis man die Mehrheiten formiert hat, um dann etwas zu verändern. Das ist Demokratie. Michael Wimmer, gerne. Wollen Sie auch was zu Mehrheiten sagen? Für mich ist die ganze TTIP-Diskussion an der Stelle nur die Spitze vom Eisberg. Das, was ich beim Bauernverband sehe, ist einfach, dass es... wie eigentlich alle Agrarexperten an den Forschungsuniversitäten, die ganzen Agrarpolitiker etc., die haben die letzten 30, 40 Jahre haben die nur von Preisführerschaft gesprochen. Und dieses Paradigma ist wirklich in jeden Kopf eines jeden Landwirts ganz tief eingedrungen. Und das, was wir hier führen, ist eine Qualitätsführerschaftsdiskussion. Und das ist im Prinzip genau das Problem und ist auch das Dilemma des Bauernverbandes, dass es sich nicht traut, den Betrieben, die vor 2 Jahren noch zur Größenexpansion, egal ob im Schweinemast, im Geflügel, im Milchviehbereich geraten hat, dass er denen jetzt sagen müsste, Leute, eigentlich haben wir euch in die falsche Richtung geschickt. Heute ist mehr Tierhaltung, also mehr Tierwohl gefragt, mehr Qualität, Auslauf, was auch immer. Und von diesem Pferd kommt er momentan nicht runter, beziehungsweise tut sich unwahrscheinlich schwer. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist so. Ich denke mal, das ist nicht nur der Bauernverband gewesen, das ist die Politik, sind viele Berater und die Wissenschaft dazu gewesen. Es sind nicht nur die Bauern gewesen, der Bauernverband, der das vielleicht falsch gesehen hat. Heute sieht man das anders. Nur, wenn einer Entscheidung getroffen hat und hat so einen Stall gebaut, dann hat er sich so in die Schulden damit geritten, dass er darauf erstmal 20 Jahre produzieren muss. Darf uns trotzdem nicht aufhalten, heute, wo wir ein anderes Bewusstsein in der Bevölkerung haben, zu sagen, so, jetzt wird umgesteuert und da geht's lang. Und momentan ist es halt immer noch Wagenburg-Mentalität und die krampfhafte Verteidigung dessen, was gestern noch modern war. So, und dann sehen Sie, wie schwierig das ist, auch mit Bauern an der Basis zu diskutieren. Ich sage jetzt mal, nehmen Sie mal wir haben ja ein Milchpreisgefälle. Sie sind Bauer an der Basis, ne, aber ich sage mal, wir haben,
Wir haben zum Beispiel im Norden das große Milch, die DMK. Ja. Nein, ich glaube Ihnen. Ich weiß, dass ich mit Ihnen reden kann. Nein, ich will nur sagen, wie schwierig das ist, wenn Sie beim deutschen Milchkontor mit den Milchbauern versuchen zu sprechen, wenn ich sage, wir brauchen eine Vertragsgestaltung, um Milchmengen auch zu koordinieren und auch zu vermarkten, dann sind gerade die norddeutschen Bauern, die in ihren Familienbetrieben zu Hause sind, die auch sehr stark investiert haben, die sagen mir heute noch, lass bitte alles so, wie es ist. Okay, dann sind wir jetzt beim Punkt, wie kriegt man mehr Qualität und wie kriegt man die Mehrheiten dafür, sowohl an der Basis der Bauern als auch in der Bevölkerung. Rudolf Bühler, wir haben so viele grüne Agrar- und Umweltminister wie nie zuvor. Hat sich da eigentlich irgendwas geändert? Ja, man kann nicht nach dem Staat rufen. Also zuerst noch kurz eine Bemerkung. Der Bauernverband hat es noch nicht begriffen, weil der Obervorsitzende, Herr Ruckwied, ständig und gebetsmühlenartig sagt, wir brauchen TTIP. Das ist nach wie vor die Linie und das zeigt auch die Nähe zur Industrie, dass der Bauernverband massiv pro TTIP ist, pro Gentechnik und so weiter. So, brauche ich da keinen Beifall. Nee. Dann geben Sie ihn mir. Also es ist natürlich so, dass man kann zunächst die Bauern begeistern, aber am Ende muss die Kasse stimmen für die Bauern. Die Bauern sind abgehängt von der Wertschöpfung, weil sie sind im Grunde die Loser der industriellen Entwicklung. Sie sind abgehängt worden. Aber ich glaube, das Thema ist bekannt. Wir haben nur eine Chance, wenn wir uns zusammenschließen. Klassische Raiffeisen-Idee, nicht? Dass wir schon stark machen und dass wir dann gezielt Premium-Produkte erzeugen und die gekonnt vermarkten. Sprich, diese ganze Regionalisierungsthematik hilft uns, weil wir dann wieder die Wertschöpfungsketten kurz machen können, also direkt machen können, und wir können den Geldfluss umdrehen. Wir können wieder teilnehmen an der Wertschöpfung, indem wir die Wertschöpfungskette umdrehen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Moment. Und wir müssen Bauern einfach motivieren und befähigen, dass sie auf diese Art und Weise sich neu aufstellen. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie auch sagen, es ist eigentlich egal, wer Minister ist und wer Landwirtschaftsminister ist, ist egal, ob das CDU ist, ob das Grüne sind? Nee, ich sage, die Politik muss die Rahmenbedingungen, die ökonomischen Rahmenbedingungen in der richtigen Art und Weise gestalten. Das ist deren Aufgabe. Natürlich ist es ein Problem, dass heutzutage Politik nur aus Lobbyismus gesteuert wird oder vom Lobbyismus. Das heißt, da wo das meiste Geld ist, die haben die meisten Lobbyisten, die dann wieder die Politik beraten, in Anführungszeichen. Das ist ja das Dilemma unserer Sie laden 2017 Politik zu einer internationalen Konferenz nach Schwäbisch Hall. Richtig, ja. Laden Sie da Politiker ein? Ja, klar. Also wir haben eine internationale Konferenz für die Rechte der Bauern, für die Peasants' Rights weltweit. Das ist notwendig, weil man muss den Bauern wieder eine Stimme geben. Man muss sie zu ihrem Recht verhelfen. Wir haben ja diese große Thematik, das habe ich gerade gesagt, dass wir abgehängt sind von der Wertschöpfung, nicht? Und dass Bauern weltweit weiterhin beraubt werden ihrer Existenz. Das ist am ehesten bei der Gentechnik zu sehen. Also indigenes Wissen wird vereinnahmt, kapitalisiert von der Großindustrie, indigene Ressourcen. Man muss doch wissen, dass die Bauern über Generationen, über Jahrhunderte Tierrassen, Pflanzenarten gezüchtet haben. Und jetzt kommen genau die Leute wie Bayer und Monsanto, die das den Bauern aus dem bäuerlichen Umfeld heraus grapschen. Gehen wir noch mal kurz die Gästeliste durch. Sorry. Kommt Herr Ruckwied, kommt Christian Schmidt, kommt Barbara Hendricks und kommt der Monsanto-Chef? Nee, da kommen eigentlich wichtigere Leute. Da kommen die Bauernführer dieser Welt zusammen, die sich frei artikulieren können, frei von Lobbyismus. Da kommt zum Beispiel die Vorsitzende von Via Campesina, das ist der alternative Weltbauernverband, die ist aus Simbabwe. Da kommen also Bauernführer aus Indien, aus Afrika zusammen und wir werden eine Resolution machen, genau zu diesem Thema.
Hier gab es weitere Meldungen aus dem Publikum. Die nochmal und dann die bitte. Ich möchte Ihnen jetzt nicht Ihre Zusammenfassung wegnehmen, aber ich finde, die Diskussion hat eigentlich gezeigt, dass jeder Bürger, das heißt also sowohl Produzenten als auch der eigentliche Bürger, wieder gesellschaftliche Verantwortung übernehmen muss. Die zweite Anmerkung, die ich habe, ist, dass also unser Leben, egal hier, ob in Deutschland oder weltweit, zunehmend vom Geld bestimmt wird, was, wie wir wissen, also zunehmend Existenzen auf der ganzen Welt ruiniert. Und darüber sollten wir uns einfach mal ein paar Gedanken in der Zukunft machen. Ich gebe das mal gleich weiter an Reinhold Benning, weil Sie ja vom Ernährungsrat Berlin auch kommen. Welche Rolle können diese Ernährungsräte übernehmen? Bisher haben wir die in Köln und in Berlin. Wo sind die noch zu erwarten? In Hamburg ist einer in Gründung und in anderen Ländern gibt es ihn schon längst. Also das heißt, Deutschland ist da eher hinten an. Toronto hat einen, Oxford. So, und wir können mit den Ernährungsräten das Bewusstsein dafür schaffen, dass wir überall umgeben sind von Land. Wir müssen also nicht unbedingt Tofu aus China holen. Wir brauchen nicht die Flugananas, sondern wir haben wunderbare Voraussetzungen dafür, uns auch regional zu versorgen. Und die Ernährungsräte möchten eine Brücke bilden, dieses Wissen hervorzuholen, aber auch die Bauern zu befragen, was baut ihr hier an? Und beispielsweise hat der Ernährungsrat Berlin unter anderem herausgefunden, dass der Gemüseanbau rings um Berlin zurückgeht, und zwar deshalb, weil Almeria in Spanien es billiger kann. Wir verlieren hier die Kompetenz, uns zu ernähren, auch auf Seiten der Bauern und Bäuerinnen, weil wir im Moment eine tatsächliche Marktstruktur haben, die so wie Rudolf Bühler es beschrieben hat und Michael Wimmer, wir haben zu niedrige Preise und darüber entscheidet sich gerade, wer hier global produziert. Und das ist auch die Ideologie des Deutschen Bauernverbandes, dass arbeitsteilig auf der Welt der es am billigsten kann, auch der Produzent sein soll. Und vor dem Hintergrund glaube ich, wir müssen hier grundsätzlich gegensteuern. Und ich sehe insbesondere im Deutschen Bauernverband den Widerspruch, dass wir auch da die Drehtüreffekte haben. Zum Beispiel ist Herr Schindler, Bauernverbandspräsident in Rheinland, falls gleichzeitig der Chef der Bioethanolindustrie in Deutschland. Das heißt, auf der einen Seite will er billig Rohstoffe kaufen für die Bioethanolindustrie, auf der anderen Seite will er angeblich die Bauern vertreten, die das anbauen. So geht es nicht. Wir brauchen hier eine klare Trennung der Interessen und da kann ich nur sagen, kommen Sie in einen anderen Bauernverein. Es gibt die ABL, es gibt die Biobauern. Herr Feuerborn, Sie sind mir ungeheuer sympathisch und ich glaube, man könnte eine Menge zusammen bewegen, aber in jedem Fall muss der Bauernverband ausgetrocknet werden, denn er ist nicht für die Emanzipation und für bessere Preise der bäuerlichen Bewegung. Herr Feuerborn, Sie haben das Mikro schon gezückt. Nehmen Sie die Liebeserklärung an. Also ich denke mal, dass man, ich muss ja, denke im Bauernverband auch eine Stimme haben, auch für andere Produktionsweisen oder Denkweisen. Und deswegen versuchen wir es doch mal auf der Basis, dass wir uns austauschen und vielleicht auf diese Art und Weise auch etwas bewegen können. Ich möchte aber noch mal eins sagen. Ich bin da vorhin unterbrochen worden. Ich habe meine Hofläden wieder zugemacht aus einem ganz einfachen Grund. Aufgrund der Bequemlichkeit der Kunden. Ich habe ja gesagt, wir haben einen Laden neben Aldi und Edeka gehabt. Der Kunde hätte also nur über die Straße laufen müssen, um bei uns Gemüse aus der Region zu kaufen. Vielleicht auch noch Bio, war es jetzt nicht, aber konventionell erzeugtes Gemüse aus der Region, direkt vom Erzeuger, frischer, weil er im begehbaren Kühlhaus sein konnte. War alles da, hat er nicht gemacht. Weil er im Edeka eine optisch gleichwertige Produkt auch gesehen hat, die gesagt hat, nehme ich mir gleich hier in den Wagen rein, wieso muss ich noch mal über die Straße laufen? Das hat etwas mit Bequemlichkeit zu tun. Wie viel haben Sie in der Zeitung annonciert und wie viel hat Edeka annonciert? Mit wie viel Werbung sind Sie immer an die Leute rangetreten? Also wir haben einen ganz guten Leumund gehabt, dass wir sind überall bekannt gewesen und trotzdem können die Leute nicht gekommen. Wir haben sehr viel Werbung gemacht, nicht so viel wie Edeka jede Woche ihre Blättchen da in die Zeitung wirft, gebe ich Ihnen auch recht. Es gibt bei uns Rentner, die mir auch erzählen, die sitzen am Wochenende Herr Feuerborn, da, gucken wenn sich die Reinhold Angebote Benning an. Jetzt in Dessau einen Ernährungsrat gründen würde, würde Ihnen das helfen? Ein was? Eine? Ein Ernährungsrat in Dessau gründen würde Ihnen das helfen? Ja, sicher, wir können dann darüber sprechen und gucken, was wir daraus machen können. Warum denn nicht? Kommen wir zur nächsten Frage, bitte.
Ich finde es sehr witzig, dass jetzt schon zum zweiten Mal gemutmaßt wird, warum der Herr Feuerborn überhaupt in dem Verband ist, in dem er ist. Und da ist er auch noch relativ hoher Funktionär, und es wird ihm trotzdem nahegelegt, auch den Verband zu wechseln. Das finde ich komisch. Also er wird doch wohl wissen, warum er in dem Verband ist. Ja, und deswegen ist meine Interpretation, also wenn jetzt gesagt wird, Studien überall sagen, dass doch die europäische Landwirtschaft oder die europäischen Bauern doch leiden werden unter TTIP, und der Verband ist trotzdem für TTIP und Herr Feuerborn ist anscheinend auch nicht so richtig gegen TTIP, dann kann ich das nur so interpretieren. Herr Feuerborn, Sie haben vorhin erwähnt, auf wie viel Hektar Sie früher mal Bio-Lebensmittel angebaut haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir die Zahl richtig gemerkt habe. Wie viel Hektar waren das? 100. Das heißt, Sie haben das war ja nicht Ihr ganzes Land, Sie haben mehrere 100 Hektar Land. Da gibt es noch viel größere, das ist klar. Sagen Sie doch mal bitte Ihre Frage, damit wir weiterkommen. Deswegen stelle ich die Frage ans ganze Podium, könnte vielleicht meine Interpretation zutreffen, dass eben genau die Bauern, die nur ein paar Hektar Land haben, das ist immer noch die Mehrheit, selbst in Ostdeutschland, dass die eben nicht in den Spitzenfunktionen sind und dass vielleicht jemand, der mehrere 100 Hektar hat, an der Weltmarktöffnung und an Freihandelsabkommen wie TTIP durchaus ein Interesse hat, weil er glaubt, er kann dann immer noch mehr Märkte gewinnen und vielleicht sogar noch von einem Bauern, der eingeht, Land kriegen. Unter Journalisten würde man sagen, das ist eine schnell zu beantwortende Frage, weil das Ja oder Nein ist. Reinhold Benning, Ja oder Nein? Ja, die Ungleichheit ist eine fette Herausforderung. Gibt es weitere Fragen? Gibt es gar keine Fragen? Bitte schön. Das Mikro kommt. Lisa Kaufmann, hallo. Es sind zwei Sachen, die ich noch sagen möchte. Einmal zu dieser Verantwortungs-Hin- und Herschieben zwischen Verbrauchern, Unternehmen, Staat. Wieso nicht alle zusammen? So, einmal noch. Das ist eigentlich nicht wirklich eine Frage. Entschuldigung. Zum Zweiten, zu dieser Exportorientierung. Entschuldigung, dass ich nochmal Herr Feuerborn ein bisschen ansprechen werde. So ein bisschen. Ich habe in den Nachrichten, als das mit dem Milchpreis war, vor einem Monat, glaube ich, oder zwei, gab es einen Beitrag, Milchpreis zerstört, okay, wir müssen exportieren, Weltmarkt und so weiter. Der nächste Beitrag war, wie verhindern wir, dass Flüchtlinge nach Europa kommen. So ein bisschen unter dem Motto, wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört. Ich finde es ein bisschen paradox, in einem Moment zu sagen, okay, wir wollen exportieren und zerstören aber damit andere Märkte. Also wie stehen Sie dazu? Wissen Sie ein bisschen, was ich meine? Okay. Ja, es geht um die Frage der Fluchtursachen. Ja, ich sag mal, wir haben das Problem, dass wir in einer Gunstregion sind. Wir können uns alles kaufen, auch aus anderen Ländern, auch Nahrungsmittel. Ne? Uns geht es sehr gut. Und sicherlich durch Exporte, und gerade die Exporte von dem Fleisch, werden nur 30% eines Schweins hier in Deutschland vermarktet, wenn ich richtig bin. Und der Rest wird exportiert. Das sind alles die Dinge, die wir nicht mögen oder nicht mehr essen, weil der meiste will vom Schwein nur das Schnitzel essen. Ne? Und den Rest, der wird heute exportiert in andere Märkte, um das zu machen. Finde ich auch nicht korrekt und nicht in Ordnung, sage ich so, wie es ist. Aber ich weiß auch noch nicht, wie ich den Hebel von heute auf morgen umstellen könnte diesbezüglich. Reinhold Benning. Einen wichtigen Vorschlag dazu hätte ich. Sie haben in den Händen des Deutschen Bauernverbandes sind allerhand Fachzeitschriften. Ich habe mal 64 gezählt, als ich sie mal durchgezählt habe. Einige davon beziehe ich auch und lese die immer. Und da wird diese Wagenburg-Mentalität, die Michael Wimmer beschrieben hat, aufgemacht. Nämlich Verbraucher verunglimpfen Landwirtschaft. Die machen genau das Gegenteil von dem, was Sie sagen. Nämlich, Sie sind bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber sämtliche Fachzeitschriften Ihres Verbandes stacheln die Bauern auf, Verbraucher für Idioten, Geizhälse und auf jeden Fall für unkundig zu halten. Und vor dem Hintergrund muss in den landwirtschaftlichen Fachzeitschriften etwas passieren. Denn wenn Bauern Woche für Woche ihr Blättchen aufschlagen, auf der einen Seite die Fachartikel lesen, die tatsächlich sie beraten, was macht die Schweinezucht, wie viel kosten die Kälber und so weiter. Ganz wichtige Informationen, da kann kein Bauer drauf verzichten. Deshalb haben alle Bauern mehrere von diesen Zeitschriften abonniert. Wenn sie sie lesen, bekommen sie aber auch die Indoktrination des Deutschen Bauernverbandes, Marktliberalisierung und Verbraucher sind schlimme Wesen. Und vor dem Hintergrund möchte ich Sie bitten, was tun Sie persönlich, damit das ein Ende hat? Also, ich sag mal, dass Verbraucher schlimme Wesen sind, das nehme ich nicht für mich in Anspruch. Ganz im Gegenteil. Wir als Bauern, gerade bei uns im Verband, versuchen den Dialog ja mit dem Verbraucher herzustellen. Also wir machen Tage des offenen Hofes, versuchen die Verbraucher anzusprechen, in den Dialog zu kommen.
Also ich denke, aber das ist eben auch schwierig, medial rüberzukommen. Ich sage jetzt mal, in Medien wird uns das Wort wenig erteilt, um uns auch mal darzustellen, mit uns zu diskutieren. Medien. Ich rede von Ihren eigenen. Von den eigenen Medien. Ja gut, also aber da kann ich jetzt, muss ich sagen, kann ich jetzt nicht sagen, dass wir die Verbraucher beschimpfen. Also ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen. Michael, wenn man, gehen wir mal kurz weg vom Bauernverband, kommen wir mal zu einer ganz anderen Geschichte, nämlich zu Monsanto. Monsanto wird für absurde 60 Milliarden Euro übernommen von Bayer. 66, das steigt ja mal wieder. Das ist auf jeden Fall die größte Übernahme, die es in Deutschland überhaupt mal gegeben hat. Es geht um die Frage, wer denn hier wen ernähren wird. Machen da alle anderen Debatten überhaupt noch Sinn? Was bringt da Urban Gardening? Was bringt da das Bürgerengagement, wenn wir es mit solchen Unternehmen zu tun haben? Da bin ich auch wieder bei der Diskussion um die Preisführerschaft. Bei der Preisführerschaft geht es wirklich darum, alles, was letztendlich das Produkt, den Rohstoff verteuern könnte, wird ausgeblendet. Sprich, Rücksichtnahme auf Boden, Grund, Oberflächenwasser, auf Landschaft, auf Tierwohl etc. pp. Und das ist genau die Diskussion, die man mit Glyphosat etc. auch hat, dass es letztendlich das Produkt vordergründig billiger macht, aber auf der anderen Seite die Auswirkungen, gerade in der Biodiversität etc., fatal sind. Ne? Und das ist genau wieder, ich sage es mal, Monsanto oder Bayer, ist letztendlich in diesem marktwirtschaftlichen System nur ein wirtschaftlicher Player und ich sage jetzt mal unter Vorbehalt, ich mache es dem ja gar nicht zum Vorwurf, dass er versucht, auf seiner Strecke Gewinne zu maximieren. Die Frage ist nur, ob wir ein staatliches System hinbekommen, die letztendlich dieses Geschäftsmodell mehr oder weniger zum Auslaufmodell erklärt. Das ist für mich die politisch spannende Frage. Rudolf Bühler, wird das ein Auslaufmodell werden? Ja, wie es im Moment aussieht, nicht. Es ist so, wenn dieser Deal durchgewunken wird, Bayer kauft Monsanto, wir haben ja noch die Hoffnung, dass die Kartellbehörden das verhindern, dann ist es das Ende der bäuerlichen Landwirtschaft weltweit. Das muss man deutlich sehen. Und das heißt, die Landwirtschaft wird dem Kapitalismus geopfert, dem Großkapital, weil genau diese Ressourcen, Pflanzenzucht, Tierzucht, werden abgegriffen, fließen rein. Das ist eigentlich, der Auslöser ist ja eigentlich eine reine Profilierungssache dieses Vorstandsvorsitzenden, Kollegen Baumann, wie er heißt, nicht? So ein Pokerface, das ist ja richtig beschrieben worden. Mich wundert eigentlich, dass hier nicht ein Aufschrei durch die Gesellschaft geht. Also ich wundere mich wirklich. Das wird, also auch alle, die wir hier sitzen, beiläufig jetzt ein bisschen so erwähnt, also ich wundere mich, man erkennt noch gar nicht die Dimension, die da auf uns zukommt. Wir müssen massiv Widerstand leisten, dass das verhindert wird. Hat der Herr Bühler recht, dass das noch gar nicht irgendwo angekommen ist? Bitte schön, Sie dort hinten. Wo das Mikro ist, kommt. Hallo, Paul Pollinger. Was ich mich bei dieser ganzen Monsanto- und Glyphosat-Geschichte frage, ist natürlich, zum einen liegt es auf der Hand, Glyphosat ist einfach giftig für alle, die damit zu tun haben. Warum könnte man das nicht verbieten? Das ist sozusagen die staatliche Geschichte. Was ich mich aber auf der anderen Seite frage, also ich meine, ich bin jetzt kein Bauer und ich kenne sämtliche, oder nicht sämtliche, aber relativ viele Berichte über Bauern, die in diesem Kreislauf mit Monsanto und das Saatgut und dann das Düngemittel und dann ist der Boden kaputt und dann bin ich als Bauer arbeitslos. Ich frage mich, das müssen doch auch die europäischen Bauern wissen. Also gucken die kein Fern? Warum kaufen europäische Bauern oder ziehen europäische Bauern ernsthaft in Betracht, trotzdem Glyphosat einzusetzen? Das, weil also Monsanto geht ja auch nicht hin oder dann Bayer und hält den Bauern zumindest hoffentlich nicht in Europa den Bauern die Pistole auf die Brust und sagt, so, jetzt düng mal so, wie wir dir das sagen und auch mit dem Saatgut, was wir dir sagen. Also Bauern sind ja tatsächlich als Unternehmer noch viel mehr in der Pflicht, auf die Gesellschaft aufzupassen, als es tatsächlich der Verbraucher am Ende ist. Rudolf Bühler, wie sieht es mit Ihrem Fernsehkonsum so aus? Sorry, also ich gucke selten Fernsehen. Also wirklich, es ist, also die Geschichte ist doch so. Glyphosat, die Zulassung wäre ausgelaufen durch massiven Druck von, sag ich mal, aus unserer Szene,
ist es fast gekippt worden, die Verlängerung. Am Ende kam es durch massiven Lobbyismus der Großindustrie zu einer zweijährigen Verlängerung. Und jetzt, genau in dieser Phase, jetzt wäre das nicht verlängert worden, wäre Monsanto überhaupt nicht interessant fürs Großkapital, weil deren Geschäftsgrundlage wäre weggebrochen. Also da sieht man doch die Zusammenhänge, wie Business gemacht wird auf den Köpfen der Bauern, auf den Schultern der Bauern, der Kleinbauern dieser Welt. Und deshalb, wir müssen uns, ich persönlich sehe nur unsere Chance, indem wir uns aufrappeln, und ich sage es, eine Charta of Farmers' Rights, dass wir unsere Grundrechte einklagen können. Woanders sehe ich keine, also das sehe ich die einzige Möglichkeit, sich zu wehren. Es gibt die letzte Chance, sich aus dem Publikum zu melden und etwas zu sagen zur Charta of Rights or whatever. Welche? Ja, warum die Bauern das mitmachen? Nee, wir machen es doch nicht mit. Wir haben es doch eindeutig positioniert gegen Gentechnik, gegen Glyphosat. Wir setzen keins ein. Also ja, hier, der Kollege. Ja, es ist so. Also die Fachzeitschriften des Deutschen Bauernverbandes sind voll mit Werbung dafür. Die Übersichten, welches Spritzmittel wirkt in diesem Jahr wie, sind voll mit Empfehlungen für Spritzmittel, für Glyphosat und glyphosathaltige Mittel. Es kommt mir immer so vor, als sollten die deutschen Bauern mal viel mehr die Informationen lesen, die ihnen zur Verfügung stehen, und sie die Informationen, die der Deutsche Bauernverband unter 300.000 Bauern verteilt. Nämlich da sind zwei Welten, zwei Parallelwelten. Und meine Damen und Herren, müssen wir zusammenkommen. Wir kommen jetzt zum Ende. Wir machen noch eine kurze Schlussrunde und ich beginne mit Olaf Feuerborn. Und Sie haben es jetzt ziemlich abbekommen hier. Schön, dass Sie da waren. Aber sagen Sie mal ganz kurz, welchen Satz würden Sie am liebsten mal von Ihren Kritikern hören? Sie dürfen sich einen wünschen. Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass man uns nicht beschimpft, sondern ich sage mal schon, dass Vertrauen auch in die konventionelle Landwirtschaft steckt. Wir sind nicht nur die Vergifter. Und ich weise das auch von mir. Wir gehen schon verantwortungsbewusst mit der Natur um. Es gibt Ausflüchte, die gebe ich zu. Die gilt es auch massiv einzudämmen und da entsprechend gegenzuwirken. Aber man kann nicht grundsätzlich alle Landwirte als Umweltverschmutzer und Wasserverschmutzer einsetzen, das halte ich doch für einen Fehler. So sehe ich mich jedenfalls nicht. Ich muss jeden Tag mit der Natur auskommen, mit ihr leben, und wir möchten auch nachhaltig unseren Boden und unsere Produktionsgrundlage erhalten. Und ich erwarte schon, dass man auch das Vertrauen noch darin hat. Dass man umsteuern kann und vielleicht umdenkt, da gebe ich Ihnen recht, da können wir dran arbeiten. Und da bin ich auch auf Ihrer Seite, dass man das schon bewusst machen kann. Dankeschön. Michael Wimmer, sagen Sie mal, Bundestagswahl, das war unser Ausgangspunkt nächstes Jahr. Welcher Satz muss ich unbedingt im Koalitionsvertrag 2017 wiederfinden? Ich denke tatsächlich, dass der Begriff der Agrarwende tatsächlich auftauchen sollte. Also um diesen zivilgesellschaftlichen Druck, den wir da im Kessel haben, um den wirklich zum Ausdruck zu bringen. Und danach, ich sage es mal, leiten sich eigentlich alle Maßnahmen wirklich ab. Und das ist auch das, glaube ich, was der Bauernverband an der Stelle auch akzeptieren muss, dass wirklich wir derartig gravierende Fehlentwicklungen haben, dass man von einer Wende, und sei es nur in den Köpfen, einfach wirklich reden darf. Ranel Benning, wer wäre Ihre Lieblingsagrarministerin, Ihr Lieblingsagrarminister ab 2017, oder sollte es Essensminister heißen? Ja, es sollte eine Lebensmittelministerin werden oder ein Lebensmittelminister. Und da würde ich mich jetzt ungern festlegen. Ich hoffe ehrlich gesagt, es kommt noch jemand ganz Neues herauf. Denn die sich in den Ländern bewährt haben, die will ich auch weiter da haben. Also brauchen wir auf Bundesebene noch jemand Neues, am liebsten eine Frau. Und Rudolf Bühler. Ja, Rudolf Bühler. Sie sollen Agrarminister werden, haben wir gerade hier beschlossen. Wir arbeiten an den Mehrheiten, versprochen. Also aber sagen Sie uns erst, was Sie dann im Bundestag, Sie haben vor der UNO geredet, wenn Sie jetzt so eine Bewerbungsrede halten müssten, um das Agrarministeramt zu bekommen, was würden Sie im Bundestag für einen Satz unbedingt loswerden wollen? Also ich bin freier Bauer und werde nicht Agrarminister, weil ich da zu abhängig bin von Lobbyisten. Und ich war auch schon in der Politik, also ich war 15 Jahre im lokalen Parlament, und ich muss sagen, man kann eigentlich
tatsächlich nur was bewegen, wenn man an der ganz obersten Ebene angesiedelt ist. Das ist, ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Ich würde mich nicht bewerben für ein Ministeramt. Ich bin der Meinung, Sie haben es gesagt, die Civil Society ist viel interessanter. Ich hatte die Chance, am 12. Juli vor der UN zu reden, vor der Vollversammlung zum Thema Farmers' Rights. Das ist ein Herzensanliegen von mir. Ich glaube, da kann ich mehr bewegen von Seiten der Civil Society. Die Politik ist mir zu korrupt, muss ich deutlich sagen. Das ist nicht mein Ding. Ja. Rudolf Bühler, Olaf Feuerborn, Reinhold Benning, Michael Wimmer. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen auch hier im Publikum fürs Zuhören, Mitdenken, Mitdiskutieren und auch Streiten. Ich glaube, es ist klar geworden, wir haben es mehrfach gehört, es muss ganz, ganz viel aus der Gesellschaft herauskommen. Die Bürger sind stärker, als man oftmals denkt, aber womöglich braucht es doch politische Rahmenbedingungen, damit Essen eigentlich immer gut ist, selbstverständlich. Und das lassen Sie mich noch ganz kurz sagen, in Frankreich muss jeder linken Politiker sich übrigens mal im Sterne-Restaurant sehen lassen, damit er wirklich ernst genommen wird. Sterne-Restaurant oder Frittenbude ist aber irgendwie dann doch egal. Hier kommt jetzt gleich noch ein gutes, kurzes Schlusswort und dann gibt es, glaube ich, gutes, feines Kleinigkeiten oder was auch immer. Ich sage erstmal herzlichen Dank. Wiederschauen. Applaus